Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Backpack Hero Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir ziemlich stark reingepfiffen, auf gut Deutsch. Also wir haben beim letzten Mal jetzt sogar gar nichts erreicht. Aber hey, zumindest hatten wir das ein oder andere nach Hause gebracht, wie zum Beispiel dieses Relikt hier. Konnten zumindest schon mal das ein oder andere Ackerfeld hier hinstellen. Und ja, da wartet eine Quest auf mich. Eine neue. Hey, Kiddo. Mit all der Arbeit, die du hier zu tun hattest, hast du beschlossen, dass der Bau einer Taverne das Wichtigste ist? Hä? Als Barkeeper kann ich nicht klagen. Ich habe mich auch entschieden, dem Ort einen Namen zu geben. Er heißt der Zwischene Sperling. Hey, Kiddo, die Taverne brummt in diesen Tagen. Hey, Kiddo, ich habe gehört, du hast einen Brief im Vogelskript gefunden. Lass mich mal sehen. Ach, er will diesen Brief. Ja, das ist definitiv das Vogelskript. So gegen Ende vom letzten Stream haben wir auch noch die Taverne gebaut. Danach hatte ich nicht mehr geguckt, was los ist. Es ist ein Kopfgeld aus dem Vogelreich. Gesucht tot oder lebendig. Purse, das ist nicht irgendein Kopfgeld. Bevor ich nach Harvester Kill kam, war ich Koch im Vogelreich. Dieser Verbrecher ist ein Prinz in der Adelsfamilie, der ich früher diente. E. Robbins. Sein Name ist Satchel. Ich habe vielleicht mein Königreich verlassen, aber nie meine Loyalität gegenüber der Familie Robin. Nehmen Sie diese Familienflöte und finde ihn. Okay. Ich kann, glaube ich, jetzt jemand Neues freischalten. Hier steht, dass er zuletzt in der Stachelgruft von oben im Dungeon gesehen wurde. Du musst zur Stachelgruft gehen, Purse. Wir werden Satchel finden, bevor sie ihn umbringen. Das war der Vogelcharakter in der Satchel. Ich weiß jetzt aber nicht, was bei ihm so besonders war. In der Taverne kann ich auch Sachen erforschen. Ah, okay, ich will Kräuter auf jeden Fall mitbringen, damit ich das Blatt der Schnelle und das seltene Kraut bekomme. Offenbar auch fürs magische Kraut. Ich hatte ja irgendwie so die Möglichkeit, auch Kräuter herzustellen mit irgendeinem Item. Ich weiß aber gerade nicht, welches. Hier kriege ich auch die ganzen Getränke und so weiter her. Also ich gucke jetzt sowieso immer, ob ich irgendwas davon noch irgendwo gebrauchen kann, bevor ich in die Dungeons ziehe. Naja, wenn man schon von Dungeon spricht, wir können außer in den Dungeon gehen jetzt nichts weiter machen. Obwohl doch, ich kann, ihr könnt hier die ein oder andere Mission mir noch anlocken. Einmal das und einmal das hier. Ich schalte mir zumindest die hier frei. So, welches Abenteuer werden wir denn jetzt zuerst machen? Ich nehme mal die normale Purse. Wir haben ja recht viele Questen und Eiscreme. Habe ich letztes Mal nicht geschafft, obwohl ich es sehr oft versucht habe. Okay, da zigtausend Fischis. Okay. Kriege ich ein paar Schachte mit Nägeln. Und ich kann die Sanduhr generell freischalten. Ich denke mal, dass die Sanduhr aber auch verdammt schwer wird. Ich probiere mich aber zuerst nochmal an der Eiscreme, bevor ich hier irgendwas versuche. Okay. Warte mal, die Flöte nehme ich hier nicht mit, bei der Eistüte. Das wird sonst nichts. Weil eigentlich baue ich zu Anfang die Mahlzeit, obwohl ich verbrauche die sowieso. Komm, in der Stachelgruft hieß es, ne? Irgendwo in der Stachelgruft gammelt Satchel rum. Erstmal auf Verteidigung gehen.
Ich habe hier eine neue Taktik. Ich gehe immer zuerst auf Verteidigung, bevor ich in den Kampf ziehe gegen die. Bis ich anständig angreifen kann. Den Mini-Schaden, den kassiere ich mal. So, ich habe ein neues Level. So, die tue ich mal direkt hier oben hin. Tschüss. Okay. Das könnte eigentlich ganz praktisch sein. Das könnte man nutzen, erstmal zum Hochboosten der Verteidigung, dass man dann auf den Angriff geht. Das hier wäre aber auch ganz nice. Und dann kann ich die Waffen nur einmal pro Runde nutzen. Ich würde sagen, Herzring kommt weg und das hier kommt mit. Das Gluthackball. Das könnte meiner Taktik, die ich momentan mache, sehr entgegenkommen. Noch habe ich ihn nicht genutzt. Ich würde eventuell die Hellebarde nach Hause schicken. Dann habe ich auf jeden Fall ein paar Plätze frei. In der Kiste da gleich wird auf jeden Fall das ein oder andere Wertvolle drin sein. Den Peridot schicke ich auch mal nach Hause. Und dabei belasse ich es dann. Es ist schade, dass man den nicht mehrmals ansprechen kann. Hier ist Satchel. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe etwas für dich. Boah, Kumpi, ist das meine Flöte? Rück sie raus. Danke, dass du mir zurückgebracht hast und so. Aber leider ist jetzt an der Zeit, dich zu verprügeln. Was? Siehst du, die einzige Möglichkeit, wie du diese Flöte bekommen konntest, ist, zu Sam zu gelangen. Oder er hätte es mir geben können. Eine wahrscheinliche Geschichte. Aber Sam würde niemals diese Flöte jemandem geben, der so unstilvoll ist wie du. Aber eher wahrscheinlich, dass du zu ihm gekommen bist, um zu mir zu kommen und mein Kopfgeld zu kassieren. Vollidiot. Och, komm. Ich könnte erstmal meine Abwehr ein bisschen boosten. Ich booste erstmal ein bisschen meine Ausdauer. Mit dem Fragment, was ich gerade bekam. Weil ich kriege ja einen Plus. Wenn ich jetzt erstmal nur verteidigen gehe. Und schaden kann er mir dann eh nicht. Der Boss. Eine gute Taktik, die ich hier gerade mache. Ich sollte jetzt aber mal diese ekelhaften Viecher hier loswerden. Dreimal könnte ich noch zuschlagen. Ich block eh 12. Passt schon. So, 2 bin ich mal losgeworden.
schicke ich den nächsten direkt mal hinterher. So, tschüss. Okay, ich muss zugeben, du bist echt stark. Los, mach weiter, hau mich um, Kumpel. Ich bin kein Attentäter, Dummchen. Tim dachte, du hättest dich verirrt und hat mich gebeten, dir zu helfen, dir den Weg zu zeigen. Außerdem, deine Begründung ergibt keinen Sinn. Warum sollte ich eine Flöte von Sam schicken, um dich zu finden und den Kopfgeld zu einzukassieren? Okay, ich fühle mich ein bisschen dumm jetzt. Ich glaube, ich werde von dir verschwinden. Gib mir ein paar Minuten, um meine Kraft zurückzugewinnen. Okay, und mehr ist es offenbar nicht. Ja, wenn ich Schaden nehme, ein Geld. Kann man mitnehmen. Dann heile ich mich noch. Oder besser gesagt, gib mir mehr Max-HP. Und dann gehe ich in den nächsten Bereich. Da kann ich mich gleich ein bisschen hochheilen. Dann mache ich erstmal hier. Ich mache das wie gerade eben. Ich booste jetzt erstmal meine Abwehr bzw. meine Ausdauer. Damit ich mit viel hier reingehe. So, wenn ich nämlich viel Ausdauer habe, dann kann ich ja auch leichter die verkloppen. So, ich mach mal zuerst den da fertig. Ich block eh genügend. Ich hau mal sicherheitshalber 2 drauf. Tschüss. Das warme Getränk nehme ich auf jeden Fall mit, den Guppi auch. Nehmt die nur 2 Plätze ein? Ne, die nimmt so axtmäßig auch die Plätze ein. Na gut, den Gefahrenhelm brauche ich sowieso nicht. Lass ich den Guppi noch weg, passt das so? Solange ich die ja nicht nutze, ist ja alles gut. Das ist eine verfluchte Kiste. Kann ich dir die Axt vielleicht andrehen? Das kann ich mitnehmen. So, ich block eben ja jetzt genügend. Mache ich erstmal, dass der da ein bisschen kaputt geht.
Jetzt booste ich erstmal meine Ausdauer. Wo ich auch in den Rhein dreschen könnte. Ja, ich nehme den Schaden. Mach ja einfach den hier. Ich hätte den hier nutzen können. Tschüss. Ach, die Axt schon wieder. So, der Knüppel ist besser als das Bowblade. Nimm den Knüppel also schon mal mit. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Blade, das verkaufe ich jetzt hier. Brauchst ja nicht wegschmeißen. Ich könnte das Bankett auch noch mitnehmen. Nimm mal die Blume mit. Vielleicht ist in der Kiste auch noch das ein oder andere Schöne. Ich weiß, dass ich mir wieder einen Fluch aufhalse. Schwächetrank und der Maxring. Ein Item zur gleichen Seltenheit. Nimm ruhig den Zylinder. So kann ich den beiden Waffen Gift geben. Falls ich Bock drauf habe. Die Antwort ist aber auch direkt, dass ich es verkaufen werde, weil Gift kann mir auch... Obwohl, wäre eher positiv als negativ, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Okay, der Bogenschützenmeister. Du siehst ihn von weitem knien und doch nobel. Anscheinend hat er dich schon lange vorher gesehen. Seine Mausaugen sind stark und stachend. Du spürst, dass er in deine Seele sieht. Mein Handel, Verwandter, fragt er. Wirf die Werkzeuge der Dachse weg. Sei eins mit dem Flug. Nein, danke. Verstehe, sagt er und lehnt sich an die nahe Wand. Keine Sorge, Bogenschützen kommen bald. Der Dungeon wird besser werden. Der hätte mir wahrscheinlich einen Bogen gegeben. Das wäre kontraproduktiv. Wir haben gerade einen relativ guten Lauf. Der Trank zählt nicht als Waffe. Solange ich mehr als genügend blocke, kann ich ja ruhig erstmal die Waffe boosten, wie mit Gift und so weiter. Genauso wie ich gerade erstmal meine Werte booste, wie die Ausdauer. So, nachdem das Ding weg ist, gehe ich in den Angriff über. Stack at least 50 Poison. Okay. Der stirbt so oder so. Gehe ich mir nochmal Abwehr.
2 sterben am Gift. Ich habe 38 Gift gesteckt. Alter, wie stark ist der Bull, den ich gerade habe? Okay. Damit kann man Konsum-Items kaputt machen. Und dann kriegt man zusätzlich Energie. Nee, ich nehme einfach nur das hier. Das ist nur kontraproduktiv, so einen Fluch mitzunehmen. Obwohl, komm. Rerollen. Kann ich das noch mitnehmen zum Verkaufen? Hier kannst du direkt haben. Ich nehme das mal für den nächsten Kampf mit. So, dieselbe Taktik wie vorhin. Neun, 13. Einmal blocken und dann kann ich wieder Gift stacken. Einmal muss ich Schaden nehmen. Ich muss zumindest einen ausschalten. So, ich blocke genügend. So. Und man sieht, wir sind beide tot. Ja, der Blumentopf wäre ganz nice. Das einzig Praktische darunter. Nutze ich direkt. So, erstmal dafür sorgen, dass ich einen von den schlimmeren loswerde. Ich blocke genügend. Und der stirbt sowieso. Erstmal wieder ein bisschen boosten. Was macht das Ding? Okay. Wäre jetzt nicht sonderlich schlimm. Finde ich das nerviger. So, nächste Runde gehe ich in den Angriff. Oder nach der Runde. Erstmal muss ich die Dinger loswerden.
So, boosten. Okay, der stirbt so oder so. Ach, guck mal, das, was ich gerade weggeworfen habe, habe ich instant wiederbekommen. Alter, sind hier viele Kisten. So, erstmal dem loswerden, der instant flieht. Sollte genügend Abwehr sein. Ja, gerade so. 13, 25. Okay, der wird wahrscheinlich schlimm. Mit. Ach, kann ich nicht. Okay. Okay, jetzt ist der Abwehrmodus. Sterben beide so oder so am Gift. Nahrung. Ja, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Da haben wir auch die Blume. Da ist eine Heilung. Vielleicht haben wir ja Glück und da ist auch noch mal Heilung. Ah, Pochette schon wieder. Die will mich nur wieder verprügeln. Oder? Wir treffen uns wieder. Diesmal werde ich deinen Hintern treten. Bist du sicher, dass du nicht nach Haversack Hill kommen willst? Niemals. Alle Oberflächenbewohner sind gleich. Ihr kommt hierher, zerstört alles und klaut unser Zeug. Erst letzte Woche kamen einige deiner langohrigen Krieger und haben Blinkys Dorf niedergebrannt. Langohrige Krieger, das klingt nach Königsgarde. Du hast dich gehört, ich hasse diese Typen. Ich bitte dich, mir zu helfen, sie zu stoppen. Du lügst! Machen wir es mal so. Geh mal wieder auf Abwehr. Okay, die Eile bringt's gerade. Ich gehe mal zuerst auf Mr. Schnecke. Momentan mache ich guten Damage. Vor allen Dingen habe ich sehr viel Abwehr. Oh, ihr Angriff sinkt immer weiter und weiter. Die macht schon keinen Damage mehr. Ja,
Das lief genauso schlecht wie beim ersten Mal. Wir müssen nicht weiter kämpfen. Wir können zusammenarbeiten. Komm zurück in die Stadt und wir können dich wieder auf Vordermann bringen. Ich würde lieber Schnecken essen. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber ich trage dich als vielleicht später ein. Warum mögen die mich alle nicht? Ist nichts Brauchbares dabei. Ich blocke gerade so genügend. So, ich gehe jetzt erstmal nur aufs Blocken, bis ich mindestens 7 habe. Okay, ich baue nur damit jetzt mal Gift auf. Weil die haben echt viel an diesen Eindreckzeug. An diesen Stacheln. Wäre mir Abwehr, ne? Ich glaube, ich habe genügend Abwehr. Das würde ich gerne zumindest mitnehmen. Nehme ich das noch mit? Nehme ich das auch noch mit zum Verkaufen? Kannst du erstmal den hier haben? Kriegst du den hier noch von mir? Und den Schlüssel. Ja, zur Not schmeiße ich den gleich weg. Dann gucken wir noch, was die Kisten zu bieten haben. Nehme ich mal mit. War jetzt eine schlechte Kiste, um ehrlich zu sein. Die war sogar noch schlechter. Das nehme ich aber lieber mit als das Teil. Mehr wert. Und auf den Fluch geschissen, wir kommen jetzt eh zum Boss. Das kann man sehr, sehr gut nutzen. Weil, wenn ich die Waffen jetzt verwende, dann wird das Gift instant entfernt. Dann kann ich die Schlüssel... Oh, ich nehme das hier mit. Habe ich noch ein legendäres Item. Wie gesagt, die Flüche können mir relativ egal sein. Wir gehen jetzt eh zum Boss. Hoffentlich schaffen wir den.
erstmal nur aufs Abwehren gehen. Ich mache mir mindestens 10 Ausdauer erstmal. Ich glaube, das wird nix. Nee. Das Gift allein bringt mich um. Das Ding werde ich nicht so schnell wiederfinden. Ich nehme das mit. War aber tatsächlich ein relativ guter Run. Zumindest haben wir Satchel nach Hause gebracht. Hey Mann, danke, dass du meine Flöte mitgebracht hast. Das war ziemlich cool von dir. Was ist ein Rucksack mit mein? Wie mein? Das war der meines Vaters. Ich hatte keine Ahnung, dass er magisch ist, als ich von zu Hause wegging. Aber als ich in den Dungeon ging, wurde er plötzlich magisch. Ich habe noch nie mit einem Rucksack wie meinen getroffen. Selbst Parsis Rucksack ist mehr wie ein normaler. Ich glaube nicht, dass er verzaubert ist. Vielleicht gibt es unten mehr Rucksäcke oder andere Abenteuer wie wir. Das wäre super. Ja. Satchel ist der Sohn eines edlen Vogels auf der Flucht vor dem bösen Krähenkönig Corvus. Nachdem seine Tasche zerrissen und die Stadt eingenommen wurde, sucht Satchel die Hilfe anderer Helden, um das Geheimnis der Federspirale zu lüften. Virgio, unlock Satchel. Wenn du mal müde bist, sag Bescheid, ich erkunde gerne mal für dich. Ich würde lieber Lebensgefahr trotzen, als Sams Kochkunst zu ertragen. Jetzt haben wir einen neuen spielbaren Charakter, ne? Zur Forschung. Nirgendwo wird speziell nach dem Item verlangt. Ein Lacktrank, verdorbene Milch, 18 Block, aber 2 Gift. Das hier hätte ich am liebsten. Nicht am schwarzen Brett. Ach, bei der Taverne war's. Das Teil würde ich mir nämlich gerne freischalten. Muss ich nur ein Konsum-Item auf jeden Fall nach Hause schicken. Das wird nirgendwo gebraucht, das wird nirgendwo gebraucht. Zumindest jetzt noch nicht. Kann ich irgendwas bauen? Ich kann ein Haus bauen. Ein Haus, das direkt hier oben steht. Popular. Track at least from a fresh residence to have a sec hill. Okay. Wieder ein Erfolg. So, jetzt kann ich auch wieder ein bisschen was kaputt machen. Als ob ich 45 brauche statt 40. Aber diese kaputten Ruinen kann ich entfernen. So, da ist noch ein kaputtes Haus. Da ist noch ein kaputtes.
das auch noch. So, die kaputten Häuser werden damit alle weg. Ich habe jetzt wieder richtig viel. Zumindest an dem Baumaterial. Ich kann direkt noch ein Haus hinterher setzen. Das kommt dann jetzt hier neben die Tischlerei. Kann ich die letzten Dinger auch kaputt machen. Okay, damit habe ich alles aufgeräumt, was aufgeräumt werden muss. An Leuten brauche ich nichts mehr. Habe ich schon ein Gewächshaus gebaut? Nein. So, um die Bauernhöfe kommt jetzt erstmal Ackerland. Das kann man sogar da drunter packen. Das wird ja immerhin in der Hinsicht den Umsatz erhöhen. Packe ich mal daneben hier bei den Bauernhöfen mal das Gewächshaus. So, bei dem Gewächshaus kann ich nämlich auch Sachen erforschen. Wie zum Beispiel das Fass. Ah, hier kann ich Deko erforschen. Okay. Hier kann ich auf jeden Fall den Schlüssel direkt mal abgeben. Warum auch immer für hier zünden einen Schlüssel brauchen. So. Das, die Angelhütte, kann jetzt endlich hier hin. Für jedes Ackerland in der Nähe hat die halt höhere Effizienz. Müssen wir jetzt mal dafür sorgen, dass wir hier Essen bekommen. Ohne Ende. Und die andere Währung. Sonst noch irgendein Bauernhof, der was drumherum haben will? Die Häuser sind mittlerweile egal, die normalen. So, dann haben wir jetzt Z-Schiff freigeschaltet. Jetzt können wir auch mal ein Abenteuer mit Z-Schiff machen. Ah, okay, das hat aber unterschiedliche Abenteuer. Weil das würde mir genau das geben, was ich haben will, nämlich Schätze. Naja. Ich ziehe erstmal weiter mit Zetschel durch die Gegend. Machen wir mal irgendwas, das uns auch was Neues freischaltet. Wo ich im Bestfall nach Bereich 1 schon durch bin. Da kriege ich nur so ein Ding. Hier mal das fischige Geschäft. Okay. Ich will, dass so viele Fische angrenzen wie möglich. Vom Prinzip her will ich die nicht nutzen. Das Ding ist, ich habe keinerlei Abwehr.
Ich kann einfach nur draufhauen. So. Ich hätte gerne eigentlich irgendwas zum Abwehren. Das ist kontraproduktiv. Das nehme ich mal mit für extra Damage. Ja, dann sonst nehme ich den Schlüssel mit. Hier ist noch ein bisschen extra Geld. Kann ich direkt mitnehmen. Okay, das Fischset ist schon stark. Zumindest ein bisschen Abwehr habe ich. Okay, ich habe ein Schild zumindest. Schulden können oder... Oh. Zusätzlicher Behälter. Das ist sehr praktisch. Kann ich Sachen reinpacken, die ich jetzt gerade dann nicht benutzen will? Ein Item selten. Nimm den Buckler mal. Ich pack den Schild mal vorübergehend erstmal hier rein. Dafür ist diese Tasche ganz praktisch. Kann ich ruhig Sachen reinpacken? Dann kann man mal für den Notfall mitnehmen. Plutonium, carry at least 7 consumables. Habe ich so viele konsumiert? Okay, die Fische. Hab nicht an die Fischis gedacht. Die zählen ja alle als Konsum-Item. So, ich nehme mal ruhig den Schaden. Hau ich erstmal das Vieh zu Brei. Das. Level up. So, das packe ich mir mal dahin. Kriege ich mehr Abwehr. Okay, das muss in der obersten Reihe liegen. Zählt das als oberste Reihe? Ich denke mal nicht. Nehme ich den noch mit? Habe ich hier. Du würdest eventuell am Brand gleich so oder so sterben. Kann ich das Vieh erstmal ignorieren? Das kann ich einmal pro Kampf nutzen, aber ich kann mir dadurch ausweichen gönnen.
Das ist nicht diagonal, ne? Ich gebe ihm den Drescheschild. Nein, ich wollte den Schild geben. Ich wollte ihm den Schild geben und nicht das. Ja, ich weiß, dass ich ein Trottel bin. Danke für in das Gespräch. Was Gutes wie den Rucksack kriege ich kein zweites Mal. Ich habe den gerade vom Prinzip her weggeworfen. Ich wollte den Schild abgeben und nicht das Teil. Kann ich nutzen? Nehme ich die Dornenrose noch mit. Können dann jetzt weitermachen. Dann gönne ich mir jetzt erstmal das Geld hier und die Heilung. Naja, zumindest mal nochmal. Gut, ein halber Block mehr, aber dafür ein ganzer Angriff mehr passt so. So, auf zum Boss. Läuft, ne? Okay, ich kann gleich viele, viele Sachen nach Hause schicken und bin immer noch traurig darüber, dass ich meinen Rucksack weggeschmissen habe vom Prinzip. Noch macht er keinen Damage. Ich nutze das einfach mal und hau mal richtig viel Schaden direkt zum Anfang raus. Ich bin doof. Ich hätte das Gift nutzen können. Du beschwörst dir gar nichts. So, jetzt kann ich die weiter hier in die Ecke packen. Die Windmühle. Energie wird zwischen Windungen transportiert. Wenn ein Gegenstand zerstört wird, das bezieht sich hauptsächlich auf die Konsum-Items, dann kriege ich eine Energie. Okay, das ist nur kontraproduktiv. Dann nehme ich lieber das Relikt hier. Noch ein paar Sachen einpacken. Ich nehme das Hackbeil weg. So, jetzt kann ich hier ein paar Sachen nach Hause schicken. Ich könnte die Schuhe und die Kappe nach Hause schicken. Ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt nicht mehr Stiefel oder so weiter finde. Zumindest die Stiefel schicke ich nach Hause, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Wie gesagt, ich werde höchstwahrscheinlich auf jeden Fall noch Schuhe finden. So, mehr Max-HP. Danke sehr. Dann gehe ich zur Tiefenhöhle. Die ist leichter als der Sumpf. Weil beim Sumpf hauten die ganzen Stachel- und Giftviecher. Okay, guck mal, hier könnte ich diese Maske sogar direkt wiedergewinnen. Fluch. Die Maske. Und Cash.
Ich finde das so merkwürdig, dass ich manche Dinge angucken kann und manche wiederum nicht. Ich drehe noch einmal. Nochmal das Gold. Problem ist, das kann ich nicht mitnehmen. Zumindest eins kann ich mitnehmen. Wenn der genutzt wird, dann kriege ich 6 Block, aber wenn ich Schaden nehme, dann kriege ich 2 Gift. Das ist es nicht wert. So, die Schnecke stirbt. Das Vieh ist auch tot. Schon wieder das Drecksding. Das Max-Leben nehme ich mal, die Heilung nehme ich. Und ansonsten ist davon tatsächlich nichts irgendwie was wert. So, hier. Ich sage, ich krieg instant wieder neue Schuhe. Okay, wenn ich keine Rüstung hätte, dann würde das Teil jedes Mal beim Angreifen mich heilen. Oh, die Vampir-Axt, die ist richtig, richtig geil eigentlich. Weil damit heile ich mich mehr, als ich schade. Die ist richtig geil. Die Vampir-Axt nehme ich sowas von mit. Ich behalte den Laden beim Hinterkopf und benutze gleich das warme Getränk. Ich mach mal zuerst den da fertig. Ich heile mehr, als ich mir schade. So, die sterben beide am Gift. Die sind alle gewöhnlich. Nehme ich die beiden Tränke mit. Das Geld ist mehr wert. Die 5 XP, die kriege ich in einem Kampf. So, hier nimm die Tränke. Kann ich mir die Stiefel noch mitnehmen? Und dann gucken wir mal, was die Kiste bringt. Okay, Hallöchen, Ihre Stimme ist kühl und freundlich. Nicht das, was du erwartet hast. Darf ich dich für ein paar Zaubertränke interessieren? Als Gegenleistung bitte ich um eine Kostprobe. Eine Kostprobe von mir? Fragst du? Nur ein bisschen, Liebling, sagte sie. Du wirst kaum etwas spüren. Ich hätte, glaube ich, nichts davon. Da haben wir eine Rüstung. Und das ist auch tatsächlich das Praktischste, was da drin ist. Also ziehe ich weiter.
mal erstmal in die Richtung da. Der stirbt nächste Runde am Gift. Okay, ab hier mache ich mit der Vampir-Axt kaum noch Plus. Jetzt habe ich Plus gemacht. Da packe ich noch was hin. Habe ich hier noch mir die zwei Felder hin, dann kann ich noch ein bisschen mehr Abwehr. Und außerdem kann ich da dann das hier ablagern. Ist halt nichts Brauchbares drunter, ne? Kann allerhöchstens den Degen nehmen und verkaufen. Hier, nimm den Degen. Gib mir das hier stattdessen. Das Vieh stirbt jetzt. Okay, das Ding stirbt in der nächsten Runde. Ich brauche was zum Heilen. Kann man nutzen. Das muss ich tauschen. Kann man nutzen. Gift ist nur halb so schlimm. So, den einen bin ich los. Ich heile mich ein bisschen. So. Okay, das brauche ich in Harvested Kill. Gratis Schaden. Dann nehme ich das hier noch für Glück mit. Dann kann ich wieder drehen. Okay. Einmal drehen kann ich ja sowieso gratis.
Katapult. Wenn hätte ich das hier gern gehabt. Probier nochmal, ich will den Lappen haben. Ist jetzt nicht so, als ob der Shop irgendwas Wertvolles für mich hätte. Fluch. Nochmal der Fluch. Ach, geh doch einen weiter. Na gut, ist besser als der hier. Was gut ist. Kann ich doppelt so verwenden, dann habe ich richtig viel Rüstung. Also war nicht komplett gewastet. Nee, vergiss es. Ich nehme mir die Cursed Hole, nachdem ich den hier besiegt habe. So, das Vieh stirbt so oder so. Ja, ich hätte noch da das nehmen können. Ich nehme einfach den Schaden. So, die Heilung habe ich mir jetzt gegönnt. Das warme Getränk. Das schäumige Getränk nehme ich nach dem hier, ganz ehrlich. Der Deutsche ist jetzt nicht so sonderlich viel wert. Den könnte ich tatsächlich sehr gut gebrauchen. Bringt mir mehr als die Stiefel. Dann gucke ich noch in die Cursed Truhe rein. Da hier nach dem nächsten E-Schluss ist, drehe ich auch noch mal. Ja, der Lappen, den ich die ganze Zeit haben wollte. Der saubere Lappen macht nämlich, dass ich Gift von mir entferne, wenn ich angreife. Kotori Bako? Okay. War aber nur Müll drin. Vier Flüche einfach. Ich sehe jetzt, dass das 40 Essen immer generiert wird und durch die Effizienz kriege ich noch mal mehr. Könnt die ganzen Fischis opfern. Ich kann es jetzt hier ruhig jede Runde instant nutzen. Das Gift entferne ich sowieso mit einmal angreifen. So, der stirbt. Mach ich den mal weg. Im Bestfall. Der kriegt schon durch das Gift gut Schaden.
mindestens einmal Vampirismus. Okay, ich hau auf den da drauf. Ich muss auf 19 HP kommen. Ich musste zwei Fische jetzt opfern. Dann gebe ich mir noch Abwehr. Reicht das? 37? 34? Ja, reicht gerade so. Ganz ehrlich, den Kampf gewinnen war jetzt wichtiger. Als die zwei Fische zu behalten. So, das Ding mitnehmen. Raus hier. Habe ich einen erfolgreichen Run. Ist mehr wert als die zwei Fische. Okay, gegen Ende wurde es durch das Gift ein bisschen schwer. Aber ich kann die Fische jetzt, glaube ich, gezielt irgendwo abgeben. Die ich jetzt mitgebracht habe. Ich habe sehr viel zum Abgeben. Wird irgendwo speziell nach diesem Fisch verlangt. In der Taverne werden zumindest Fische verlangt. Nehmen wir das Dynamit, dann haben wir das hier schon mal. Und wird speziell den Rüstungstrank. Ungewöhnlichen Fisch. Der Stint ist ungewöhnlich. Hier kann ich mir das Fischwerk generell freischalten. Okay, und ansonsten werden einfach nur generell Fische gebraucht. Das Fischwert zählt auch als Fisch. Gucke ich aber lieber erstmal vorher, ob ich das irgendwo speziell noch abgeben kann. Nö. Dann kann ich es ja hier abgeben. Ich müsste einmal die Mahlzeit durchbringen. Und der Tee ist ja auch richtig gut. Wir haben jetzt richtig viel zum Abgeben. In der Schule könnte ich das für den Kandelaber abgeben. Das hätte aber recht wenig Sinn und Zweck. Einen Ring habe ich gerade nicht. Schuhwerk. Ein Zubehör. Nimm mal den Stein hier. Sonst noch irgendwo, wo ich es abgeben kann? Nee. Bei einem der Bögen da unten kann ich das hier abgeben. Und den Rest kann ich verkaufen, abgesehen von der Hymne. Da. Nimm mal. Ich war noch gar nicht in der Anglerhütte drin. Fällt mir gerade so ein. Ja, da kann man auch nicht rein. Okay. Na gut, dann kann ich den Rest ja nur verkaufen. So. Keine Ahnung, wo ich die Hymne abgebe. Vielleicht kann man die ja in der Schule verwerten. In der Bibliothek, meine ich. Ach nee, doch, Schule, okay. Nee.
Kann ich irgendein Gebäude bauen? Kaserne, aber die habe ich schon. Ich kann ja mal gucken, wo ich noch ein bisschen was an dem Essen investieren kann. So, den Hai habe ich freigeschaltet. Und das Teil, dann habe ich mehr Heil-Items. Das ist nämlich immer mein größtes Problem, dass ich am Ende keine Heil-Items mehr habe. Na gut, noch ein Run hatte ich jetzt aber nicht vor. Das heißt, ich stehe jetzt hier. Wir hatten zumindest einen sehr erfolgreichen Run. Der erste eher weniger. Naja, zumindest haben wir Zetsche ja nach Hause gebracht. Ist auch irgendwo was wert. Warte mal, hier, Pascha war doch hier mit den Teilen, oder? Nee. Irgendwem konnte ich diese Schriften geben. Hatte ich mir gemerkt. Ich glaube, du warst es. Das Backenhörnchen hier. Ja, die Himmelflüche kann ich hier geben. Hier ist etwas zum Lesen für mich. Schiffstrolle der Flüche. In den Tiefen des Kerkers leuchten Schätze. Unzählige Vermögen, aber hüte dich vor dem Unsichtbaren. Verfluchte Gegenstände lauern, mit Bosheit jagen sie. Ihre dunklen Mächte verfolgen sie, bis sich die Seelen umarmen. Ich habe die Übersetzung zu deinem Atlas hinzugefügt. Ja, nee, habe ich nicht. Haben wir das wenigstens auch abgeben können? Haben wir da hier leer? Es ist vielleicht so, dass man bei einem komplett normalen Run hier sich zusätzlich was mitnehmen darf. Nee, erscheint mir nicht so. Die Dinge sind halt wirklich einfach dazu da zum Verkaufen. Na gut, Leute. Ich würde jetzt hier an der Stelle aber sagen, dass das denn jetzt für heute war. Wie gesagt, kein weiterer Run geplant. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Bei YouTube später ein Abo und ein Like da lassen. Ein Follow auf Twitch. Und von den YouTube-Zuschauern verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Euch noch einen schönen Tag.